Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Oh, heute haben wir herrliches Wetter. Ich habe jetzt da gerade da meine Terrassenecke sauber gemacht, wo der Grill steht. Da haben sie noch immer da die ganzen Blätter angesammelt. Alles schön sauber gemacht. Und jetzt hat gerade der Backepost geläutet. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal mit euch nochmal ein Unboxing mache. Ich habe es ja gesagt schon letztes Mal. Da habe ich ja Messer ersteigert gehabt von Messerfieber. Jetzt ist das zweite Paket gekommen. Machen wir schnell Pause, jetzt kommen wir weiter. Ja, jetzt habe ich da das zweite Paket bekommen. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch aufmachen. Das ist auch wieder vom Messerfieber. Hatte ich ja schon erwähnt. Auch wieder super ersteigert. Sind 5 Messern. Aber lasst euch mal überraschen. Übrigens, das ist eine schöne Pfeife von Moonlight Pipers. Die lässt sich hervorragend rauchen. Und da rauche ich einen Tabak von Pfeifenhuber. Mensch, vergesslich werde ich auch schon. Was war jetzt das wieder für ein Tabak? Sunday morning. Wir haben zwar Samstag, aber Sunday morning. Ist wurscht, das schmeckt genauso gut, ob es jetzt Sonntag ist oder Montag. So, machen wir mal das Paket auf, meine lieben YouTube-Freunde. Ach ja, bevor ich es vergesse, möchte mich noch ganz recht herzlich bedanken bei den lieben neuen Abonnenten, die wo dazugekommen sind, und natürlich auch an meine alten Abonnenten, die wo schon so lange bei mir sind. Jetzt will ich euch mal lang hinhalten, machen wir auf. Guter Tabak. So, jetzt machen wir das Paket auf. Schneiden wir mal das Paket auf. Ich schneide es jetzt hier unten auf, ich tue da jetzt da nicht so rumbalancieren. Ich schneide jetzt das mal da unten auf. So, auf ist es mal. Dann lasse ich euch mal da reinschauen. Was ich jetzt da so ersteigert habe, die geht es ganz schön rund. Sieht er da direkt da vor der Straße da, vielleicht 20 Meter weiter oder 25, da ist ja da schon die Hauptstraße. Als erstes möchte ich euch mal diese Messer zeigen. Ich tue schnell die Verpackung darunter. Und zwar, die haben mir so gut gefallen. Und für den Preis, da werdet ihr schauen, da kann man nicht viel kaputt machen. Schaut mal her. So schaut das aus. Und da habe ich zwei davon bestellt, sogenannte Neck Knives, nicht bestellt, ersteigert. Tun wir mal eins rüber hängen. Muss mal schauen, ob es über meine kleine Birne passt. Oh, passt sogar. Seht ihr?
sind ja nicht nice. Und da habe ich zwei bestellt, wieder bestellt, ersteigert. Und die schauen so aus, sieht man, echt super. Und wenn ich jetzt euch einen Preis sage von denen, das werden wir wahrscheinlich nicht glauben. Da habe ich eins für 10 Euro bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon der Aufwand für die kleine Lederscheide, glaube ich, ist es schon 10 Euro wert. Machen wir mal auf. So. Und da. Das Logo wieder. Messefieber. Hä? Ist doch nicht einmal so ohne, oder? Für 10 Euro. Mit Lederscheide. Ui. Da ist sogar eine Schärfe drauf. Wahnsinn. Wie groß ist das? Und könnt ihr ungefähr sehen. Ich habe jetzt da keinen Meterstab hier. So. Oder so eine Handbreite groß. Schönes Neckknife. Also, da kann man wirklich nicht viel kaputt machen. Ist doch lustig, oder? Wenn man schnell was aufschneiden muss oder irgendwo schnell mal ein Messer parat haben muss. Also, echt toll. Stück 10 Euro ersteigern. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Da muss ich wieder rein. Also ist doch echt toll, oder? Schauen wir uns das auch noch schnell an. Zack. In einer anderen Farbe. Ich glaube, das ist Nussholz und das andere, glaube ich, war Olive. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Weil da muss nämlich schnell sein beim Ersteigern. Ach, sag mal. Soll ich das nochmal hin? Ich habe eine Brille auf und sieht nichts. So, ja. Zack. Ja, genau. Nussholz und Olive, denke ich mal. Okay, das war mal das Erste. Lege ich es mal hier ab. Und werde ich mein Entzügchen von meiner Pfeife nehmen. Wahnsinn, was da spaziert ging. Du siehst das Ganze auch nicht direkt. Kam sie jetzt raus, möchtest du ein Filmchen machen und schon etwas rum. Okay. Dann machen wir das später weiter. Sonst dauert das viel zu lang. Und hier ist ein Dreierpack. 1, 2, 3. Ich mache das jetzt auch mal so auf, das ist zusammengeklebt. Ohohoho, ganz was Schönes. Und damals waren das die Taschenmesser. Dann haben wir da so Taschenmesser gesteigert. Das schaut dann so aus. Das ist so Einheitsscheiden. Oha, ja. Seht ihr das? Schöner Pin. Ist das Mosaik-Pin? Schaut auf jeden Fall toll aus. Schön. Da hat man was in der Hand. Zack, habt ihr gehört? Muss scharf wie die Sau. Ich habe das jetzt doch kein... Ui, ja, das merkt man, wie das gleich beißt da am Nagel. Also da kann man den besten erkennen, wenn es scharf ist und man hat gerade nichts in der Hand. Also echt toll. Schaut euch mal das an. Jetzt hätte ich mir beinahe noch geschnitten, alle, weil ich so drüber verhalten habe. Und da habe ich auch die 1. Jetzt habe ich den Zettel darunter gerissen. Ich glaube 10 Euro waren das. Ja, genau. Hier kann man es nicht erkennen, vielleicht 10. Euro bezahlt. 1 für 10 Euro. Das war so Aktionspreis. Da hat man das, nein, so Tagespreis war das und das hat man dann so bekommen. Also für 10 Euro für so ein Taschenmesser kann man nichts sagen. Seht ihr hier. Schön verarbeitet. Guckt man mal da drauf. Wunderbar. Das ist echt toll. Das ist das da. Jetzt mache ich das zweite daher nicht, dass du sagst, zeigt mir nochmal dasselbe. Und da habe ich nämlich gedacht, für diesen Preis, für 10 Euro Tagesangebot, da hat immer so Tagesangebote, kann man das locker nehmen. Oh, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Schaut mal, das ist rote
so rote Farbe, rotes Holz. Dann nochmal das andere jetzt doch nochmal her aufmachen. Das ist anderes Holz. Fragt mich jetzt nicht mehr, was das für Holz war. Seht ihr, das Pin schaut so aus. Und bei den roten schaut so aus. Oh, das bin ich jetzt total überrascht. Schaut super aus. Fällt mir gleich noch besser wie das andere. Zack, schnappt super ein. Hat man gut in der Hand. Also echt toll. Schaut mal, meine lieben YouTube-Freunde, schaut mal rein bei dem Messerfieber auf Facebook. Und da macht er einmal in der Woche Versteigerung. Diese Woche war nichts, aber jetzt wieder nächste Woche, weil er krank war oder krank ist. Und dann geht es nächste Woche wieder weiter. Schaut mal her. Und beißt wie die Sau. Also das ist wirklich super scharf. Schaut, da habe ich da Papier eingesteckt. Ich habe mir Papier eingesteckt, ein Stückchen Papier. Warten Sie mal. Schaut mal her. Seht ihr das? Nicht zu viel Dreck machen. Ich habe gerade sauber gemacht. Toll. Echt toll. Super Tagespreis von Messerfieber für 10 Euro. Brutal. Freut mich, echt. Also sagen wir mal, 1, 2. Das geht ja da nicht. 3, 4 Messern für 40 Euro. Und das nicht einmal, was nicht einmal so schlecht sein, was ich sage. Also echt toll. Und jetzt zeige ich euch das andere, das habe ich mir gedacht, für Outdoor nehme ich das her. Jetzt seht mal her, meine lieben YouTube-Freunde. So schaut das aus. Wie viel habe ich jetzt da bezahlt? Nicht, dass ich einen Schmarrn erzähle. Für 60 Euro, ja genau. Für 60 Euro habe ich das Messer ersteigert. Ich weiß wirklich jetzt nicht, ich habe es zwar schon gesehen, aber schaut immer anders aus, wenn es einer das vorstellt auf Video oder in der Steigerung, weil da fuchtelt der mal an und sagt, so gut, ich schneide dies und jenes. Jetzt sieht man das nicht so schnell. Aber schaut mal her. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also die Scheide ist schon mal super. Natürlich nicht was Exklusives, aber es ist eine Scheide dabei. Das mache ich jetzt mal auf. Dann muss mal raus. Boah, auch was sehr Schönes. Seht ihr mal das, meine lieben YouTube-Freunde und Outdoor-Freunde, wo das jetzt sehen soll. Da kann man schön Anhänger dran machen. Echt toll. Da hat man was in der Hand. Schöne dicke, ich glaube 3,4 mm stark ist das. Also ist alles super verarbeitet. Ich schaue es mir jetzt gerade nochmal an. Also echt toll. Freut mich ganz gut. Schaut es mal her. Super in der Hand. Scharf ist natürlich auch. Wunderbar. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, Outdoor-Freunde, Pfeifen-Freunde und alle meine lieben Freunde, habt ihr das gesehen? Macht mir riesen Spaß, hat mich wirklich gefreut. Über meine Feierzeit da. Und es macht mir wirklich Spaß, die werden jetzt mir alle dann nochmal in Ruhe anschauen. Ich wollte es euch bloß einmal gezeigt haben. Und das war's dann schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch so einigermaßen gefallen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann kann ich euch gerne noch was dazu schreiben auf den Kommentaren leisten. Und habt einen schönen Tag, genießt das schöne Wetter. Es ist Samstag, morgen soll es auch nochmal so schön sein und dann passt es schon. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Albert, 40, mir war Riesenfreude. Geil, hä?
Entschuldigung, muss sein. Verzeih.